Hallo liebe Freunde, wir sind hier, weil wir Nein sagen zu den Freihandelsabkommen. Wir sind hier, weil wir die Zukunft nicht den Märkten überlassen wollen, sondern weil wir mehr Demokratie brauchen. Die Abkommen sind ein Angriff auf die Demokratie. Sie nehmen die Demokratie in die Geiselhaft der Märkte. Die Freihandelsabkommen sind nichts anderes als eine Fortsetzung der verhängnisvollen Deregulierungspolitik, die in den Finanzkapitalismus und in die Finanzkrise von 2008 geführt hat. Diese Abkommen haben nichts mit Freihandel zu tun. Der Freihandel will die nationale Souveränität behalten. Hier ist das Gegenteil der Fall. Es ist nichts anderes als eine Machtpolitik. Eine Machtpolitik im Interesse der Banken und Konzerne, ideologisch begründet von Experten, die auch den Finanzkapitalismus zu verantworten haben. Oder wie Max Weber es gesagt hat, Fachleute ohne Hirn und Herz. Wir lehnen die Freihandelsabkommen aus folgenden Gründen ab. Erstens, wir wollen keine Wirtschafts-NATO. Die westliche Demokratie muss aufbauen auf Demokratie, auf Gerechtigkeit, auf Freiheit und nicht auf einer marktkonformen Demokratie. Zweitens, wir sehen mit Sorge, dass seit Jahren sich die Kräfteverhältnisse von Markt und Demokratie zu Lasten der Demokratie verschieben. Wir wollen keine privatisierte Republik. Wir wollen eine demokratische Republik. Die Verträge heben die Nationen. Dann heißt es, noch einen Zahn zulegen für uns in dem immerhin schon kaputten System. Und wie viele Zähne haben wir noch zum Zulegen? Passen wir doch mal auf das. Es wird uns immer versprochen, dass TTIP alles billiger macht. Ich werde ganz stolz verkündet. Aber was heute billig ist, ist morgen teuer. Wenn wir die ganzen Folgeschäden und alles bewerten und irgendjemand wird die Zeche zahlen, das sollte man immer im Hintergrund haben. Und wir müssen uns klar machen, dass fehlende Entwicklungsperspektiven ja nicht nur heute die Lebensgrundlagen zerstören, sondern die Menschen auch in die Zukunft sehen, dass es für sie schwieriger wird und sie deshalb in die Flucht getrieben werden. Wir brauchen nicht mehr Freihandel, es ist genug. Handelspolitik ist nur zukunftsfähig. Handelspolitik ist nur zukunftsfähig, wenn Gerechtigkeit und Menschenwürde für alle ihre Grundlagen bilden. Wenn sie den Schwachen... Zu TTIP finden im Geheimen statt. Ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, ohne dass irgendetwas nach außen dringt. Parlamentarier dürfen die Dokumente nur in gesicherten Räumen der US-Botschaften einsehen. Das muss man sich mal vorstellen. Demokratisch legitimierte Repräsentanten des Volkes werden hier ausgeschlossen. Stattdessen gibt es zahllose Gespräche mit Lobbyisten multinationaler Großkonzerne. Es geht dabei nicht mal wirklich um Wirtschaftswachstum, sondern nur um eine Stärkung der Kapitalmacht. Man möchte ein Zeichen setzen, dass der Profit wichtiger ist als die Menschen in diesem Land, als soziale Gerechtigkeit. Wenn wir uns das gefallen lassen, wird in Zukunft immer häufiger über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden, globalen Südens, und schafft weiter Armut und Fluchtursachen. Wir müssen mit einbezogen werden, wenn es um unsere Zukunft geht. Deshalb sagen wir, stopp TTIP, stopp CETA, stopp TTIP. Freihandel macht die Reichen reicher und die Armen zahlreicher. Und damit haben wir ein Problem. Wir wissen, Freihandel maximiert die Gewinne der wenigen auf Kosten der Allgemeinheit. Wir sind gegen die Privatisierungswelle von sozialer Infrastruktur. TISA und CETA. Das ist ein deutliches Zeichen notwendig, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Demogemeinde.
Schön, dass ihr alle hierher gekommen seid. Ihr seid teilweise mitten in der Nacht aufgestanden, um euch auf den Weg nach Berlin zu machen. Das ist wichtig, das ist richtig und das ist ein tolles Zeichen. TTIP muss gestoppt werden. Das geplante Handelsabkommen wird uns wenige Vorteile und ganz viele Nachteile bringen. Es wird, wenn überhaupt, nur ein jährliches Mini-Wachstum erzeugen. Ich habe nichts gegen gleiche Farben bei den Blinkern an den Autos in den USA und in Europa. Aber bei TTIP geht es um die Verschärfung des Wettbewerbs auf beiden Seiten des Atlantiks, gerade auf Kosten der jungen Generation. Sicherheit, Verbraucher, Umwelt und Arbeitnehmerschutz kommen dabei unter die Räder. So weigern sich die USA bis heute, die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation zur Vereinigungsfreiheit und Schutz des Vereinigungsrechts und das Recht auf Kollektivverhandlungen anzuerkennen. Das ist ein Skandal und das können wir nicht dulden. Wir dürfen es nicht akzeptieren, dass Mitbestimmungs- und Gewerkschaftsrechte ausgehöhlt werden auf Kosten der Beschäftigten. Liebe Demo-Gemeinde, hier geht es nicht um irgendetwas Kleingedrucktes. Bei den Verhandlungen geht es um elementare und wichtige Arbeitnehmer- und Menschenrechte. Darum, dass kein Zwang... We heard the promises of prosperity and jobs, and I want to tell you those promises are lies. Under NAFTA, we lost 650,000 manufacturing jobs, and in the U.S., they lost 1 million manufacturing jobs, and wages in Mexico went down, not up. And since we've had NAFTA, our inequality has grown, and that's part of the problem with these trade deals. Nein,
And you probably know this, but it's important to understand that these are called trade deals and they really are not trade deals at all. They are corporate bills of rights, guaranteeing corporations the right to operate free of government control. In every single page of every trade deal that's been written, there is not a single new right for governments to control corporations. It's all new rights for corporations, all of them. And some of you are here because you're worried about TTIP, the US deal. But I need to tell you that if you're worried about the US deal, you have to be worried about the Canadian deal. Because the Canadian deal will set a floor and the corporations in the United States are not going to accept anything less than they got in CETA. And the corporations in the United States will be able to use CETA because they all have branch plants in Canada. They can come to the EU through Canada if you have CETA. You need to stop both. And of course, CETA and TTIP both have that bizarre thing called investor state, where individual companies in Canada under CETA will be able to challenge the democratic decisions of your governments. You won't have any rights to challenge the corporations. They will have every right to challenge every decision you make. And I know that because that same right is in NAFTA, and we have been challenged on environmental laws, on drug laws, on labor law. We have been challenged over and over again. We have had to pay hundreds of millions of dollars to corporations because they didn't like what our government did. Corporations from the US and Mexico. You don't want that system. Trust me, it's a terrible system. Because what it says is that the right of an individual company to make profits are more important than your democratic right. That is bizarre. It's not all that's wrong with trade deals. We also are looking at the privatization of services. And worse than that, in CETA, if you ever privatize, you can never move back. And they call it the ratchet. You can only move one way. You can only privatize, never bring back into the public sector. You're locked in. Every new social program would have to be covered by CETA because they've arranged it so that every program that isn't already listed is covered. We need to stand our ground. There will be no labor rights in CETA. They're not enforceable. Our environmental protections will be under threat in CETA. There is nothing in this deal for us. It's all about the corporate rights. We have heard these promises before, the promises of jobs and prosperity and growth. They are no more true about CETA than they were about NAFTA. They are lies. They are lies. They have to be stopped. And one last thing. CETA and the trade deal agenda and the Trans-Pacific, the TPP, all of those things are part of the same agenda that has brought us austerity and cuts in corporate taxes and cuts in taxes for the rich and growing income inequality. It's all part of the same agenda. It all has to be fought. Trade deals like CETA weaken democracy. Trade deals like CETA will kill jobs. Trade deals like CETA and the TTIP are deals that are only good for one part of our economy, and that's the very largest corporations. They will work with us to stop them. And I look forward to fighting CETA with you. Together, we can defeat this deal, and I want to promise you that from Canada, we will work with you. We will stand with you, and we will fight with you until CETA and TTIP are stopped in their tracks. Genau aus diesem Grund möchte ich meine Rede auch anders anfangen als geplant. Denn heute Morgen hat uns eine traurige Nachricht erreicht. Wieder einmal hat die neoliberale Politik der AKP-Regierung vielen Menschen, die in der Türkei für Demokratie, für Frieden kämpfen, das Leben gekostet.
bei einer türkeiweiten Demo für den Frieden sind bei einem Bombenanschlag ungefähr 40 Menschen gestorben und mehrere hunderte Menschen sind verletzt. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die für Frieden, Freiheit und Demokratie kämpfen. Offiziell heißt es, TTIP und CETA werden Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum steigern. Doch wir wissen nur zu gut, dass TTIP und CETA eine Gefahr für Demokratie, Bürger und Arbeiterrechte und Umwelt- und Verbraucherschutz darstellen. Die Profiteure dieser Abkommen werden nicht die Bürger, sondern multinationale Konzerne sein. Es durch importierte Rebellen erzeugt, den Irak zerstört, in Tunesien Fundamentalisten gegen eine linke Volksfront gestärkt. Die Griechen trotz ihres Neins gedemütigt, die Balkanländer destabilisiert, Konzernen Steuern geschenkt und sie so subventioniert, dass afrikanische Bauern und Fischer keine Existenzgrundlage mehr haben. Von vollen Booten, Flüchtlingsströmen, Sozialnetzeinwanderern und sonstigem rassistischen Hirngespinst hört man aus jeder Ecke. Nur weil man das Glück hat, bei 200 Ländern auf der Welt genau dort geboren zu sein oder zu leben, wo man kein Flüchtling werden muss, sollte uns nachdenklich machen, wie wir eine Welt gestalten können, in der trotz kultureller oder anderer Unterschiede diese Grundsätze überall auf unserem Planeten keine leeren Worthülsen sind, sondern Gesetz. Auch wenn Politik und Medien Rassismus längst salonfähig gemacht haben, um soziale und politische Fehler und Probleme zu ethnisieren, können wir das Problem nur lösen, wenn wir nicht die Geflüchteten zu Staatsfeinden erklären, sondern die Fluchtursachen bekämpfen. Und dafür gilt es, gemeinsam zu kämpfen. Trade deals with the EU. So I know how difficult this is. So I am here to tell you as much as possible, please resist TTIP as much as you can, the way we have been resisting economic partnership agreements with the EU. So I am here to say, if these trade agreements were good agreements for the population of Germany or the EU, then these agreements would never have been secretive. They are not democratic deals. So please, as much as you can, resist these TTIPs. Resist them because us in Africa, we are suffering from trade deals because our local industries are dying, our services are collapsing. So we are here to tell you, as much as you can, please stand on your feet, say no and oppose. And I'm calling on the MPs especially, oppose to these trade deals. To be destroyed. Don't allow your agricultural services to be destroyed. Don't allow your development especially to be undermined. Thank you. Die Antwort heißt Stopp, bitte! Okay, Schiedsgerichte statt Demokratie. Stopp, bitte! Freier Handel statt fairer Handel. Stopp, bitte! Privatisierung statt Daseinsvorsorge. Stopp, bitte! Genessen und Hormonfleisch auf dem Teller. Stopp, bitte! Lohndumping statt faire Mindestlöhne. Stopp, bitte! Überwachung, gläserne Konsumenten statt Datensicherheit. Stopp, bitte! Kultureller Ausverkauf statt kultureller Vielfalt. Stopp, bitte! Yes, we can! Stopp, bitte! Habt ihr das gehört? An die Politik hier in Deutschland. Jetzt geht es weiter. Aus unterschiedlichen Gründen, aus gleichem Anlass hier zusammengekommen. Sie wollen ihr Recht auf Versammlungsfreiheit noch einmal nutzen, bevor es als geschäftsschädigend verboten wird. Wer die Diskussionen über die Freihandelsabkommen verfolgt hat, wird gemerkt haben, dass die Befürworter und Befürworterinnen der Freihandelsabkommen am Ende einer Auseinandersetzung häufig etwas in der Art sagen wie: Liebe Gegner, Ihre Argumente gegen die Freihandelsabkommen mögen zum Teil richtig sein. Es würden sehr stichhaltige Argumente sein, Argumente, die sich schwer widerlegen lassen. Aber
Es sind nur Argumente. Und dann werden einem wieder gruselige Märchen erzählt von einer unsichtbaren Hand, die durch die Welt schleicht. Solche Märchen erzeugen bei manchen Menschen offenbar auch eine gewisse Paranoia. Denn einige glauben tatsächlich, dass diese Freihandelsabkommen seien Teil einer auf lange Sicht geplanten Verschwörung, als säßen da ein paar dunkle Eminenzen zusammen, was weiß ich, Darth Vader, Sauron, Mr. Burns, Familie Bush und der Weiße Hai und planten die restlose Ausbeutung eines vermeintlich idyllischen und unschuldigen Europas. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Die Leute, die sich solche Abkommen ausdenken und darüber verhandeln, machen einfach nur ihren Job. Gut, das könnte man jetzt über Darth Vader, Sauron und Mr. Burns auch sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Die Leute, die sich sowas wie die Freihandelsabkommen ausdenken, machen ganz normale Jobs. Daher sollte man sich vielleicht eher die Frage stellen, ist es wirklich eine gute Idee, noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen? Denn offensichtlich ist nicht jeder Job zwingend ein Gewinn. Vielleicht sollte man die Arbeit einfach mal anders aufteilen, aber gut. Das ist noch ein anderes Thema. Darüber wird in der Politik ja irgendwie selten geredet. Meistens ist es in der Politik ein bisschen wie auf einer Rolltreppe. Rechts wollen sie stehen, links wollen sie gehen. Aber viele denken da nicht so wirklich drüber nach. Und dann bleiben die halt einfach in der Mitte stehen. Und dann machen die im Grunde das gleiche wie die Rechten, nur dass links auch keiner mehr vorbeikommt. Die einzige Möglichkeit, da mal wirklich wieder Bewegung reinzubringen, wäre es eigentlich, die Rolltreppe einfach mal anzuhalten. Das wäre aber natürlich erstmal unbequem. Und so mancher würde sicherlich trotzdem einfach stehen bleiben und denken, Scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Der Kapitalismus ist ein Bonbon-Onkel, der uns allerlei süße Versprechungen macht. Aber wie wir wissen, sollte man mit so jemandem eigentlich besser nicht mitgehen. Während wir unsere Kinder darüber aufgeklärt haben, wie sie sich in unheimlichen Situationen richtig zu verhalten haben, damit ihnen nichts passiert, mangelt es irgendwie an ausreichender Aufklärung, wie man sich in unserem Wirtschaftsleben so verhält, so dass einem nichts passiert. Ich möchte das ändern. Daher habe ich ein paar allgemeine Sicherheitshinweise für euch. Herzlich willkommen an Bord der kapitalistischen Marktwirtschaft. Wir bitten einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit, um Sie mit den wichtigsten Sicherheitsaspekten an Bord unseres Wirtschaftssystems vertraut zu machen. Achten Sie zunächst darauf, dass Ihr Geld richtig angelegt ist. Belegen Sie hierfür am besten die dafür vorgesehenen Fächer an der Hochschule oder Fachhochschule und schließen diese ordentlich ab. Sollten Sie über ein größeres Geld bei Ihnen verfügen, können Sie dieses auch vorübergehend unter einem anderen Wohnsitz verschauen. Sichern Sie anschließend Ihren Arbeitsplatz. Zum Sichern des Arbeitsplatzes schieben Sie einfach die entsprechenden Abschlüsse in die dafür vorgesehenen Praktika und passen Ihr Profil an. Da jederzeit völlig unerwartete Turbulenzen auftreten können, bitten wir Sie, Ihren Arbeitsplatz für die gesamte Dauer Ihres Aufenthaltes nicht zu verlassen, zumindest jedoch, bis wir unsere geplante Wachstumsprognose erreicht haben. Sie werden dann über ein kleines Symbol auf dem DAX darüber informiert, ob Sie weiterhin in diesem Verhältnis bleiben sollten. Zum Entsichern der Arbeitsplätze oder eines einzelnen Arbeitsplatzes genügt ein einfacher Fehlgriff. Meine Damen und Herren, bitte schalten Sie jetzt Ihre Mobilfunkgeräte und andere Kommunikationsmedien ein und lassen diese jederzeit eingeschaltet, um Ihre Erreichbarkeit zu garantieren. Bitte beachten Sie auch das Privateigentum an Bord unseres Wirtschaftssystems. Nichtbeachtung hat juristische Konsequenzen und wird dementsprechend verfolgt. Unser Wirtschaftssystem verfügt über verschiedene Ausgänge. Diese befinden sich jeweils am oberen und am unteren Ende des Systems. Die Ausgänge am oberen Ende verfügen über bequeme Rücklagenpolster, die im Notfall ein längeres Schwimmen ermöglichen. Über die Sicherungsmaßnahmen an den unteren Ausstiegen erkundigen Sie sich bitte bei den zur Verfügung stehenden SachbearbeiterInnen. Im sehr unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls im Regierungskabinett fallen automatisch Maskierungen aus den Positionen über Ihnen. Ziehen Sie die Maskierung ganz zu sich heran und stellen Sie sicher, dass Ihre Sicht ganz bedeckt ist. Wie immer gilt, kümmern Sie sich zunächst um sich selbst
und verweisen dann auf Hilfsbedürftige. Meine Damen und Herren, im Folgenden möchten wir Sie mit der Benutzung der Rettungspakete vertraut machen.